Hallo, heute möchte ich gerne auf einen besonderen Vortrag hinweisen. Es ist der Blick über den Tellerrand des deutschen Gesundheitswesens hinaus. Und Dr. Klaus-Dieter John, ein Arzt aus Deutschland, wird berichten über, ja, im Grunde seinen Lebenstraum. Er hat in vielen Jahren ein Armenhospital in Peru gegründet, über 40 Millionen Dollar an Spenden gesammelt, war schon im amerikanischen Fernsehen, BBC, rund um den Globus bei J.B. Kerner und hat das Bundesverdienstkreuz. Es ist das größte private deutsche Medizinprojekt und es ist eine Geschichte voller Abenteuer. Beispielsweise ist da eine Patientin, die mit ihrem Esel ein paar hundert Kilometer durch Peru reitet, um dann dort sich behandeln zu lassen. Und die Geschichte auch, wie er Strom dorthin bekam und. Also viele Hürden, bis Dr. John dieses Krankenhaus gegründet hat. Eine charismatische Persönlichkeit und er wird darüber berichten, über sein Projekt am 10. Oktober um 18 Uhr im Kreistagssaal des Landkreises Goslar. Und das ist in der Clubgartenstraße Nummer 6. Übrigens eine Veranstaltung, die wir zusammen mit Unterstützung mit dem Landkreis Goslar machen und mit den Lions Clubs. Also kommen Sie hin, es lohnt sich wirklich. Wir sehen uns dort. Bis dann. Das Krankenhaus Die Hospiziane mit in den Anden Südperus ist eine ganz moderne Einrichtung, das schon hunderttausenden bedürftigen Patienten geholfen hat. Wie ist das entstanden? Unerklärlich. Wie ist es möglich, so ein modernes Wunder zu unterhalten? Am 10. Oktober werde ich in Goslar diese spannende Geschichte erzählen.